Ja, hi Leute, willkommen zu meiner ersten Folge Pimp My Pick. Ich erkläre kurz, worum es in diesen Folgen gehen wird. Ein Kumpel von mir war auf Island und hat ein paar sehr coole Bilder gemacht. Er kam dann halt wieder und meinte so, ja, Vitali, kannst du die nicht ein bisschen bearbeiten, irgendwie mal drüber schauen? Und ich habe gesagt, ja klar, schick mir ein paar RAW-Dateien rüber, weil mit JPEGs brauche ich gar nichts anfangen, kann ich nichts anfangen. Aus den RAW kann man das Beste rausholen. Ich habe ihm gesagt, schick mir doch ein paar RAW-Bilder und ich schaue sie mir an. Und er hat mir ein paar geschickt und ich habe die ein bisschen bearbeitet und wow, ich fand die ziemlich cool. Das Problem war einfach, ich hatte nicht die Möglichkeit nach Island zu fahren und er hat nicht wirklich Lightroom und auch nicht wirklich so ganz die Ahnung, wie man das Beste aus denen rausholt. Habe ich gesagt, cool, du fährst rum und ich bearbeite die Bilder. Und so kam ich auf die Idee, mein erstes Pimp My Pick zu machen und ich würde sagen, schauen wir einfach in Lightroom rein, was ich so mache. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. So, wir befinden uns in Lightroom. Das ist das Bild, was ich euch heute zeigen möchte. Wie gesagt, in Island ein Flugzeugwrack. Ich weiß nicht mehr aus welchem Jahrhundert, aus welcher Zeit oder so. Aber darum soll es auch nicht gehen. Es sieht cool aus. Und wir werden jetzt versuchen, gemeinsam das Beste aus diesem Bild rauszuholen. Wir gehen mal direkt auf Schwarz-Weiß. So hatte ich das damals bearbeitet. Auf Schwarz-Weiß und gehen einfach mal die Sachen hier durch. Die Belichtung stimmt erstmal. Wir können hier im Kontrast ein bisschen was ändern. Ein bisschen mehr Kontrast reinbringen, indem man einfach die dunklen Sachen dunkler macht, die hellen Sachen heller. Klarheit kann hier überhaupt nicht schaden. Ne, wie gesagt, bei Landschaften, solange es nicht Personen sind, kann man mit Klarheit echt schön rumspielen, finde ich. So, dann in der Gradationskurve. Und hier ist das ziemlich coole. Ihr habt es wahrscheinlich hier drauf gestellt. Und viele übersehen dieses kleine Kästchen hier. Da klickt man einfach drauf. Dann setze ich 4 Punkte. 3 Punkte hin. Ich habe es gerade selber nachgezählt. Das sind 3 Punkte. Aber dann haben wir insgesamt 5 Punkte. Und an diesen 5 Punkten können wir so ein bisschen manipulieren. Ihr seht, wie das Schwarz so ein bisschen ausbleicht. Dann kriegen wir einen ziemlich coolen Look hin. Und hier kann man halt so ein bisschen rumspielen. Dazu kommen wir nochmal später. Das Geile ist halt bei Schwarz-Weiß, wir haben hier in der Schwarz-Weiß-Mischung die Möglichkeit, Sachen nochmal einfach stark hervorzuholen. Wir wissen, der Himmel war blau und wir gucken mal, was passiert, wenn wir blau runterziehen. Ziehen. Was ist denn los heute? So. Und ihr seht, was für eine krasse Eigendynamik dieser Himmel bekommt. Und so kann man einfach mal überall so ein bisschen rumspielen und gucken, was sich ändert. Ihr seht hier bei Gelb, zum Beispiel am Flugzeugwrack selber. Wie wollt ihr es? Wollt ihr es, dass es ein bisschen heller ist? Wollt ihr es ein bisschen dunkler haben? Hier kann man spielen. Oder Orange. Hier seht ihr da dieses bisschen Rost vielleicht oder so, was sich da so noch ein bisschen mehr abzeichnet. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen rumspielen, gucken, was da so passiert. Hier können wir den Himmel noch dynamischer machen. So, die Teiltonung fassen wir nicht an. Ist schwarz-weiß, ist ein schönes Schwarz-Weiß, das soll auch so bleiben. Bei den Details kann man vielleicht ein bisschen nachschärfen, wenn man möchte. Dann kommen wir zur Objektivkorrektur. Eine Vignette, wer es mag, doch, warum nicht? Doch, fokussiert den Betrachter nochmal mehr so auf die Bildmitte. Und beim Effekt können wir natürlich auch eine Körnung reinmachen, was auch ziemlich cool aussieht. So ein bisschen Körnung, vielleicht machen wir die Körner dann ein bisschen einfach größer. Jedem so das Seine, ne? Ob es gefällt oder nicht. So, und dann gehen wir nochmal kurz zur Gradationskurve und versuchen hier so ein bisschen rumzuprobieren, indem wir es nach oben oder unten ziehen. Ihr seht hier am Flugzeug selber passiert ein bisschen was. Gehen wir rüber hier hin. Bisschen an Kontrast weg und dann wieder Kontrast rausholen. Hier passiert auch einiges, wie man es mag. So zum Beispiel. Und ja, bei der Kamerakalibrierung kann man natürlich auch nochmal gut spielen, weil hier passiert ordentlich was. Je nachdem, wohin man zieht. Vielleicht lassen wir das hier so ungefähr. Gucken wir bei den Farbtönen. Einfach immer rumprobieren, ne? In welche Richtung gefällt einem besser? Und dann kann man ja so ein bisschen dort rumspielen. Bei den Grünwerten, ja, der Himmel wird nochmal ein bisschen schöner. Und bei Blau. So, das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Wir machen noch gar nicht mehr, aber jetzt kommt das Allerwichtigste, was mir an diesem Bild einfach noch, was mich noch gestört hat. Ihr seht, der Horizont hier hinten, der verläuft mittig durchs Bild. Und ich persönlich finde das total langweilig. Deswegen ziehen wir einfach den Horizont so ins untere Drittel und bestätigen mit Enter. Und schon
haben wir ein geiles Bild. Stellt euch das mal vor als Leinwand, richtig groß, in eurem Wohnzimmer hängen. Ich würde es sofort machen, aber leider habe ich das Bild nicht geschossen und ich verbinde damit auch nicht wirklich was. Mein Kollege, der das geschossen hat, verbindet wahrscheinlich tausendmal mehr damit. Aber ich habe ihm gesagt, boah, wenn ich du wäre, keine Ahnung, XXL-Poster oder so, druckst da aus. Ich habe geguckt, kostet 100 Euro oder so. Ne, aber es ist eine Möglichkeit. Es ist ein ziemlich geiles Bild. Man hat es selbst geschossen. Was mich hier noch ein bisschen vielleicht stört, ist, dass diese Steine hier zwar unscharf sind, aber trotzdem sind die noch ziemlich hell. Kein Problem, einfach Verlaufsfilter von oben nach unten so ein bisschen ziehen. Muss auch nicht so ganz gerade sein. Und jetzt sagen wir einfach, dass das ein bisschen dunkler sein soll. So, vielleicht. Bestätigen. Und ja, das war's schon. Wir gucken mal vorher, nachher, was komischerweise nicht so ganz klappt, wie ich das möchte. Deswegen setze ich einmal zurück. Das war das Ausgangsbild. Jetzt Steuerung Z, um es rückgängig zu machen. Und das ist da, wo wir sind. Also wie gesagt, dieses Grau hier im Hintergrund, das hilft mir so ein bisschen, sich vorzustellen, wie könnte es als Leinwand aussehen, wenn man das so an die Wand hängt, an die graue Wand. Ja, das war's auch schon. Ja, ihr habt gesehen, wie einfach man aus einem normalen Bild ein richtig cooles Bild machen kann, indem man einfach den Horizont ein bisschen verschiebt, hier und da schwarz-weiß macht, ein bisschen den Himmel verstärkt oder so zum Beispiel. So einfach kann es gehen. Wir sind jetzt am Ende angekommen und jetzt kommt auch das Tolle an diesen Pimp My Pick Folgen, dass ich euch bitte, eure Bilder zu schicken. Wenn ihr RAW, wichtig, es müssen RAW-Bilder sein. Wenn ihr welche habt, wo ihr denkt, hey, mal schauen, ich gebe ihm mal das Bild hier und mal gucken, was er so da rausholen kann. Dann schickt mir die Bilder einfach an diese, ja doch, die Richtung passt ungefähr, an diese E-Mail-Adresse hier. Ich schaue mir ein paar durch, suche mir ein paar aus und mache neue Folgen für euch. Mir macht Spaß und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.